Ja, das ist so ein Nachpreis für diesen Sieg. Und diese Gondel haben wir erwartet. So, es war fast für uns ein Ziel, ein Gondel zu holen in Kitzbühel. Nicht zum Siegen, aber ein Gondel haben. Du bist mit einer großen Schar aus Kroatien gekommen, mit Familie, mit Trainern, mit Medien. Welchen Stellenwert hat der Skisport bei dir zu Hause in Kroatien? Ja, immer mehr natürlich. Und ich glaube, es ist interessant, dass Skisport ist sehr klein in Kroatien, aber ist unser erfolgreichster Olympiasport wegen Medaillen von Janica und mir. Natürlich, das ist ein Paradox für ein Land, das nur drei Skigebiete hat. Und natürlich ist auch Kitzbühel ein Schritt für Skisport in Kroatien, diese Sieg in Kitzbühel. Und es ist eine weitere Affirmation für unseren Skisport. Du hast jetzt auch deine Schwester Janica angesprochen. Euer Trainer und jetzt dein Trainer war immer schon dein Vater. Ist es etwas Besonderes, mit dem eigenen Vater zu trainieren? Ja, ich glaube schon, dass Vater hat immer, du hast immer eine spezielle Verbindung mit seinem Vater. Und es ist anders wie zum Beispiel mit anderen Trainern. Manchmal ist es hart, manchmal ist es leichter, mit Vater zu trainieren. Aber ich nehme immer lieber meinen Vater mit als jeder andere Trainer. Wir stehen jetzt hier am Start der Abfahrt. Ist es im Sommer, sieht es im Sommer steiler aus als im Winter, oder wie ist das Gefühl, wenn du jetzt drunter siehst? Ja, ich glaube, im Sommer sieht es steiler aus. Weil im Winter, glaube ich, mit diesem Schnee und so, es ist alles ein bisschen mehr komfortabel. Jetzt schaut aus wie ein Abyss. Aber wir haben schon, vor ich das erste Mal hier Abfahrt gefahren bin, waren wir im Sommer laufen unten. Und das ist gute Vorbereitung. Dann gratulieren wir nochmal zu deinem Sieg im Jänner, zur Gondel, und wir freuen uns auf das kommende Jahr. Danke.